Hallo und herzlich willkommen. Neben mir, das ist Sabine Benz, geprüfte Astrologin des Deutschen Astrologenverbandes. Und mein Name ist Holger Fass. Ich bin auch geprüfter Astrologe des Deutschen Astrologenverbandes. Und gemeinsam leiten wir seit vielen Jahren ein Astrologie-Ausbildungszentrum in Köln. Aber jetzt gibt es etwas Neues, was wir dir vorstellen möchten. Wir haben über viele Jahre Präsenzkurse gemacht in Köln und viele angehende Astrologen und Astrologinnen ausgebildet und dabei die Beobachtung gemacht, dass immer mehr Menschen auch sehr weite Strecken auf sich genommen haben und das kann nicht jeder. Und so haben wir uns überlegt, ob es nicht eine Variante gibt, die Astrologieausbildung auch in das Internet zu verlegen und einen Online-Kurs zu machen. Die üblichen Fernkurse haben uns aber nicht gefallen, denn da bekommt man einfach eine Lektion und die arbeitet man für sich alleine durch. Und uns war immer die Interaktion sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir ein Konzept entwickelt, wo man einerseits vom heimischen Wohnzimmer aus Astrologie lernen kann und trotzdem sehr stark Rückmeldungen von uns bekommt. Wir haben Momente, wo man sozusagen stark auch mit uns in Interaktion treten kann, Fragen stellen kann und so weiter und so weiter. Und dieser Astrologie-Basis-Online-Kurs, den wollen wir dir oder Ihnen jetzt ein bisschen vorstellen. Und da macht mal die Sabine ein bisschen weiter. Ja, wir haben uns ein Konzept überlegt, das sozusagen das ganze Basiswissen umfasst, was man braucht, um ein Horoskop wirklich gut deuten zu können. Wir gehen dabei so vor, dass wir bestimmte Inhalte per Video vermitteln. Das heißt, du bekommst die Möglichkeit, in einem gewissen Zeitraum dir ein Video anzuschauen, die Inhalte davon erstmal zu verdauen. Und im Anschluss an einen solchen Zeitraum findet dann ein Webinar statt mit Holger, mir und auch einer Mitarbeiterin, die auch noch in unserem Team ist als geprüfte Astrologin. Und in diesem Webinar werden wir dann in Medias Res gehen und deuten üben. Denn das ist das, was eigentlich denjenigen, die schon so ein bisschen Astrologiekenntnisse haben, oft fehlt. Sie haben zwar was gelesen, sie wissen auch einiges, aber sie können es nicht wirklich anwenden und selber formulieren. Dafür sind dann die Übungswebinare gedacht. Auch in regelmäßigen Abständen gibt es schriftliche Deutungshausaufgaben, denn unsere Erfahrung ist, nicht jeder ist immer gleich dazu in der Lage, Dinge mündlich schnell zu formulieren. Manch einer braucht etwas mehr Zeit dafür und möchte das gern schriftlich tun und in aller Ruhe. Das hat auch den Vorteil, dass man wirklich ganz genau hinschauen kann, denn wenn wir diese Deutungsaufgaben lesen, haben wir die Möglichkeit, ein dezidiertes Feedback zu geben und sind so immer ganz nah am Lernfortschritt unserer Online-Kursteilnehmer dran. Der Kurs ist so aufgebaut, dass er sich über, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, über wie viele Monate er sich genau zieht. Halbes Jahr. Halbes Jahr, 6 Monate, genau. Und auch danach ist noch Möglichkeit da, sozusagen Inhalte weiter nachzuholen. Ja, und wenn du Interesse hast, mehr zu erfahren über diesen Kurs, über diesen Online-Kurs, wann er losgeht und so weiter, dann geh am besten auf unsere Internetseite. Die heißt www.astrologieausbildung.de und die blende ich mal gerade hier ein. Und hier findest du über unseren Online-Kurs alle weiteren Informationen, die Vorteile nochmal, die genauen Inhalte, was lernen wir eigentlich? Kürzer gesagt, wir lernen die Grundbausteine eines Horoskops deuten. Und du kannst dich direkt auch über diese Internetseite natürlich anmelden. Beziehungsweise, falls du noch Fragen dazu hast, über den Kontaktbereich gerne mit uns in Verbindung treten, damit wir deine Fragen beantworten können. Ja, dann freuen wir uns, wenn du dich auf unsere Internetseite begibst, www.astrologie-ausbildung.de, dir dort vielleicht die Infos zum Online-Kurs anschaust, dich gerne auch mit uns in Verbindung setzt oder auch vielleicht noch unser weiteres Video anschaust, ein Kurzvideo, das ein bisschen mehr noch zu den Inhalten erläutert.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Kontakt mit dir. Ciao.